21. Juni. Ja, der Crawler aus der Türkei. Aber diesmal das Unboxing-Video. So sieht er aus, wenn er komplett zu ist. Unglaublich kompakt. Wir haben das letzte Mal ihn gefilmt. Da war er bereits schon ausgefaltet mit allem drum und dran. Und er ist extrem kompakt und wirkt auch sehr, sehr stabil. Kommt aus der Türkei. Wir sind in Königswinter. Ich grüße dich, Janosch. Hallo. Ja, der ist jetzt komplett zusammen, oder? Ja, jetzt ist er geschlossen. Stelle ich mich gerade mal so hin, dann kannst du auch sehen, ich bin ja ein kleiner Mensch und jetzt siehst du auch mal, wie kurz der eigentlich ist. Wie kurz er ist? Ja, der ist ja gerade mal so 4 Meter lang, also kaum, er passt in jede Parklücke, in jede Hofeinfahrt von der Höhe, fast in jedes Carport rein. Ja, das Coole ist, du brauchst auch wirklich keinen Mover groß, denn er ist gar nicht so schwer. Das Gewicht ungefähr? Das Gewicht liegt bei dem so ungefähr bei 800 Kilo. 800 Kilo, komplett aus Alu? Was ist das? Ja, ist Alu und ja, ein Stahlrahmen, ne? Aber zulässiges Gesamtgewicht und jetzt wird es interessant, 1600 Kilo. Das heißt, die Zuladung ist natürlich gigantisch. Also man muss nicht aufpassen, wie viele Brötchen oder wie viele Flaschen Wasser man mitbringt. Ich glaube aber, irgendwann ist es ja auch mal vom Platzangebot her beschränkt. So, das heißt, man kann auch was mitnehmen. Ja, 39.520 Euro. Der Janosch wird den mal kurz öffnen. Er ist geländegängig. Das sieht man allein schon, die Rampenwinkel, die man hier hat. Man könnte also jetzt hier auch locker den hinter einen 4x4 VW-Bus und so weiter ziehen. Wir gehen mal durchs Badezimmer auf, weil das ist auch so ein Clou bei Crawler. Die haben natürlich eine eigene Badezimmer-Außentür. Wenn ich mal gerade mit meinen matschigen Schuhen was Bedürftiges erledigen möchte, dann kann ich auch von außen rein, muss nicht innen drin. Oder natürlich, ich kann mich auch hier abschotten vom innen drin. Das heißt, ich stehe schon etwas früher auf, meine Frau etwas später. Und dann kann ich nach dem Spaziergang mit dem Hund mal die Toilette besuchen. Du bist auch selbst Hundebesitzer? Ja, ja, ich habe einen Schäferhund, natürlich. Natürlich einen Schäferhund, ist ja klar. So, dann geh mal rein. Ich gehe mal auf die andere Seite. Ich mache dir mal von der anderen Seite auf. Ja. Dann siehst du ja. Man kann ihn unglaublich auseinanderfalten. Das ist echter Wahnsinn. Er hat zwei verschiedene Schlösser mit dabei. Hier ein Insektenschutzgitter, ja. Ein Netz mit dabei. Es ist auch der beliebteste zurzeit von Crawler. Genau. Ja, wir hatten jetzt einen Aufbau, den sollten wir filmen in Berlin, aber ich konnte einfach nicht hinfahren. Da ist ein großes Weltreisemobil, wurde vom Crawler aufgebaut. Komm, wir gehen mal kurz rein, denn es ist total spannend. Du hast hier einen richtig großen Raum, wo du drin leben kannst mit zwei Personen, aber es gibt noch viel mehr. Obendrauf ist nämlich ein großes Pop-up-Dach, richtig? Mit Bett, also für 4 Personen geeignet. Auf engstem Raum, größer als ein Zelt, aber genauso kuschelig. Sehr schön, ja, dann geh mal vor, bitte. Ich mach dir mal das Küchenfenster. Geh du schon mal vor. Ja, ich geh mal vor. Und ich mach von hinten mal. So, wir. Da ist er nämlich drin. Da ist das Küchenfenster. Das ist tatsächlich der gleiche, aber ich finde das interessant, dass er jetzt mal hier zusammengebaut ist, ja, dass man mal sieht, wie kompakt das Ganze ist. Und du kannst ihn auseinanderfalten und er wird viel größer, oder? Ja, der wird immer größer. Das ist so ein selbst, ja, man sieht, man kann halt hier draußen stehen, in die Küche reingreifen, in den Kühlschrank greifen. Der Tisch ist jetzt hochgeklappt. Ich mache den aber noch ein bisschen größer jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Er macht ihn größer. Weil er hat ja hier das Dach, wie wir schon erzählt haben, damit wir da ein bisschen mehr Luft bekommen. Ach, das kannst du hochdrücken. Zack. Es ist oben. Jetzt haben wir richtige Stehhöhe. Jetzt kann man drin leben. Wie man auch merkt, es ist auch schon direkt lüftig. Da hat eine Isolierung. Das ist eine Spritzisolierung. Ja. Die nennt sich Isolat. Damit werden eigentlich so Rohre und Fernwärme, Heizrohre und sowas wird damit isoliert. Jetzt halt verwendet zum Fahrzeugisolierung. Es ist okay. Okay. Also man hat hier ein komfortables Zelt. Ist hier aber jetzt kein Fahrzeug, wo ich so bei minus 30 Grad, ähnlich wie Polar jetzt, dafür ist es wahrscheinlich eher nicht gedacht. Es hängt immer von dem Kunden ab. Es gibt Leute, die gehen in den Himalaya und sagen, auf der Basisstation im Zelt kann ich mich aufwärmen. Ich nicht. Okay, ich verstehe, was du meinst. Das ist ein Zelt und das sind dort minus 40 Grad und die gehen ins Zelt rein und erfrieren nicht. Und dagegen ist das hier purer
Luxus-First-Class-Hotel. Ne? Das stimmt. Und dazwischen haben wir so eine Bandbreite von Menschen, dass es für jeden was gibt. Und das ist halt für Leute, die sagen, Heizung kann ich nicht verzichten. Ich möchte auch nicht nass werden, wenn es draußen regnet. Aber trotzdem möchte ich sehr urig Camping machen, weil zum Camping gehört auch die frische Luft, gehört auch einfach so ein bisschen das Spartanische. Und hier findet man das wieder mit den ganzen Popnieten. Es gibt ja auch Leute, die kaufen sich einen Land Rover Defender, auch genietet. Da passt das Ganze dazu. Man ist auf jeden Fall, man hat ein Statement, was man ganz klar sagt. Das Statement ist nämlich... Ich hol mal das Bett runter. Ja, sei so lieb. Wie man sieht, habe ich jetzt noch das Bett. Vorsicht mit deinem Kopf. Wobei, ja, es geht auch bei deiner Größe, bei meiner Größe geht alles. Ne? Jetzt mal eine Frage, hier vorne ist noch ein Tisch oder was ist das hier? Ja, das ist ein Klapptisch. Wenn du mir den mal kurz mal zeigst. Ja, das ist natürlich immer... Das Bett ist nämlich gerade drauf. Wahrscheinlich musste man den... Ja, das kann ich aber ein bisschen anheben. Das ist alles Metall. Alles aus Metall. Im Gegensatz zu dem... Ach so, du klappst dann einfach runter. Das war's. Den können wir uns dann so drehen, wie wir wollen. Das hört sich auch alles robust an. So ist das halt auch. Stark. Je nachdem, wie viele wir hier am Tisch sitzen, können wir das wie so ein Carthago-Wohnmobil bloß ein bisschen lauter. So, ich fahr mal gerade ein bisschen zurück, dass wir das mal sehen. Oben drauf hast du ein großes Bett. Du hast natürlich für die Kids oder die Erwachsenen eine Leiter mit dabei. Ja, die ist auch natürlich aus Metall. Hier kann ich noch Sachen verzurren. Ich gehe mal ein bisschen raus. Da kannst du nämlich mit der Kamera nach oben. Ein bisschen besser filmen. Warte, ich gehe mal hier hoch. Da ist die Leiter. Neben dem Janosch. Die Kurbel, die nehme ich einfach aus den Füßen. Und dann kannst du hier sehen, wie viel Platz man hier hat. Auf der rechten Seite ein kleines bisschen mehr. Auf der linken Seite hast du dann für die etwas kürzeren Personen, aber dennoch viel, viel, viel Platz. Janosch, wenn du es nochmal hochdrückst, das war gerade mal zeigen. Unten ist übrigens der Wohnraumteppich mit dabei. Zeige ich euch mal, das macht der Janosch mit einer Hand. Ja, das geht ja danach einfach weg und das war's auch schon. Schon haben wir ja hier Platz ohne Ende. Stark. Also bis zu 4 Personen können hier drin schlafen und wohnen. Janosch, wenn du dich mal gerade da hinsetzt, bitte, dass man mal so man ein Platzverhältnis sieht. Ich mal die Füße hoch. Die Füße hoch. Ihr habt alles eingeschlagen hier. Dann hast du hier so einen Zweiflammkocher. Der ist mit dabei. Eine große Spüle. Ein Kühlschrank auch? Gibt's auch? Natürlich, den haben wir hier. Ah, hier, ein Kompressor. Der öffnet sich aber für nach außen. Also das ist... Dass man ins Bier rankommt von außen, ja. Genau, man könnte das jetzt auch noch wechseln. Ich weiß nicht, was ideal ist. Gut, das kann man wechseln, also das wäre nicht so schlimm, das je nachdem, wie man es möchte. Die Öffnung könnte man natürlich so, man kann sich ja die Kühlschränke aussuchen, Rechts- oder Linksöffnung. Also entweder man möchte das kühle Bier draußen trinken, dann muss man es nach außen aufmachen, man nicht immer reingeht, oder man sitzt immer drin und dann braucht man das kühle Bier drin. Was ich auch toll finde, ist, dass die Schränke innen auch zugeschlossen sind. Das heißt, also du kannst, wenn wirklich mal einer übers Zelt eindringen sollte, der muss dann jede Tür nochmal einzeln knacken. Das ist, ja, das theoretisch. Ist theoretisch überall möglich. Es ist alles robust, also ich kann mir auch hier irgendwas drauf nieten. Ja. Ich kann mir hier was drauf nieten. Ich muss nichts schrauben, ich kann mir ein Häkchen drauf nieten. Und drauf nieten. Ja, es ist alles zum Nieten, auch wenn ich mir irgendwo draußen die Außenhaut am Ast kaputt mache. Ich kaufe mir ein kleines Blech, Popnietenzange, zack, mach das drauf und dann habe ich eine kleine Patina. Also aber nichts Schlimmes, das Fahrzeug wird dadurch nicht weniger wert. Also hier können die Kids auch mal rumtoben, die können allerhöchstens ein paar Beulen reinhauen, aber nicht so richtig kaputt machen. Es ist halt sehr, sehr robust und die kleinen Schränke hier, damit da nichts rausfällt, sind halt auch aus Reißverschluss. Warte, zeig das mal. Und drunter hast du das Metall denn? Genau, Metall, und ich mache das hier einfach auf und wenn das mal kaputt geht, dann Popnietenzange rausbohren, neu einsetzen, reinnieten, fertig. Ich befürchte nur, es geht nicht kaputt. Das ist nämlich alles so ein bisschen für die Ewigkeit gebaut hier. Ja, und ich denke auch, Aluminium rostet nichts. Und wenn ich den mal bei Starkregen offen lasse, ja, das Ding ist nicht aus Zucker. Und es läuft einfach wieder raus. Und ich brauche auch keine Dichtigkeitsprüfung, weil das bisschen Feuchtigkeit kann man dann wegwischen. Und gut ist, das ist also für jemanden, der immer Angst vor Feuchtigkeit hat, ideal. Es trocknet alles und es... Schimmert der Angst. Hier vorne kann sie bunte reinmachen, ja, und die Frau im Spiegel. Warte mal kurz. Wenn man aber in dem ganzen Stahl hier nicht den Kopf einschlägt, hat er eine kleine
Verbreiterung. Das sehen wir gleich mal draußen. Okay. Hier sind auch Matratzen eingelegt. Weil es ist ja klar, ich wende mich, ich drehe mich oder lümmel ein bisschen rum und hau mir den Kopf hier ein. Geht nicht. Alles andere wäre natürlich zu sehr schmerzhaft. So, jetzt fährt man ja auch nicht mit, wenn er fährt. Deswegen ist, wenn es mal ein bisschen klappert, auch ziemlich egal. Er hat eine Heizung an Bord. Was ist hier an Bord? Eine Truma? Oder was? Nee, hier baut man eine Dieselheizung an. Es gibt hier die Truma 4 Kombiheizung. Und die wird mit Gas betrieben. Viele wollen aber ein bisschen mehr autark sein. Wir gehen gleich mal raus, dann sehen wir mal. Der hat ja eine Solaranlage bis zu 350 Watt. Das reicht alle Male hier für die LED-Beleuchtung. Auf dem Dach drauf, ja. Wir haben hier ein Bedienpanel von Crawler. Und wie man hier sehen kann, kann ich dann hier die Solarzelle anschauen. Ich kann hier das Licht einstellen, welches Licht wo, draußen, innen, Outdoor-Licht. Komplett autark. Und kann das auch alles dimmen, kann mir meinen Wassertank anschauen, die Wasserpumpe zuschalten oder abschalten. Toll finde ich auch den Hauptschalter hier unten, das sieht aus wie ein Flugzeug. Ja, das macht man so aus, dann ist der hier komplett, dann fährt der komplett runter. Das war's. Also ne, hier schalte ich den aus, klar, aber jetzt ist der ja nicht zu bedienen, deswegen muss ich den ja hier anschalten. Der Hauptschalter quasi. Genau, und dann fährt das System hoch und das ist natürlich auch servicefreundlich, hat auch nochmal ein Scharnier gehabt, dass du es servitieren kannst. Ja. Dann, krass. Also ich guck mal gerade noch irgendwelche Details. Ja, ich habe ihn ja schon mal gefilmt, da war es aber im Raum drin. Hier draußen wirkt er schon mal ganz anders. Viel, viel heller, ganz luftig. Also wenn hier wirklich alles auf ist, ja. In der freien Natur wirkt alles etwas anders. So, komm, wir gehen nochmal kurz raus. Zeig mal, die Tanks. Wir haben hier zwei Wassertanks verbaut. Edelstahl? Edelstahl, ja. Und die sind auch beheizbar. Also man kann die mit einer Heizung noch versehen. Wobei, wenn die hier im Innenraum sind, ist natürlich irgendwann mal die Frostgrenze erreicht, es sei denn, man möchte auf den Himalaya. Okay, also im Prinzip nicht für den Urlaub bei minus 20 Grad, sondern für die Zwischenzeit, für den Sommer, für, ich sag mal, viele Dinge. Aber vielleicht nicht für den langen Skiurlaub. Hier kommt der Dieseltank rein. Da ist der Dieseltank. Also wir werden die, also schon vorbereitet. Hier kommt dann die Dieselheizung rein. Das ist eine ganz einfache Standheizung. Das Fahrzeug ist gebaut für autark zu arbeiten. Man sieht das ja auch hier an der Elektrik. Jetzt muss ich wieder einen Schlüssel nehmen. Der eine Schlüssel passt übrigens überall hin. Aber da wir so viele Schränke haben, haben wir Schlüssel, 1 Kilo Schlüssel dabei. Weil für jedes einzelne Schloss gibt es 2 Schlüssel. So, wir haben hier die Solaranlage-Ladestation, eine Batterie. Und was sofort auffällt, der hat keinen Landstromanschluss, das Fahrzeug. Das heißt, man möchte damit wirklich in die Wildnis fahren. Zur Not ja, aber vorgesehen ist das nicht. Also ich kann ihn von außen beladen, wenn jetzt aber die Solarzelle reicht aus. Also wenn jemand doch Fernsehen und Parabolantenne, den ganzen Luxus braucht, sollte man dann noch einen Landstromanschluss legen. Ja, aber dafür ist es wahrscheinlich nicht gedacht. Das heißt, ich habe ein Mobiltelefon, das will ich eventuell aufladen, damit ich Fotos machen kann. Meine Kameraausrüstung, die Akkus und so weiter, das kann man alles damit machen? Das kann man mitmachen und auch die Heizung würde darüber laufen. Batterie lädt sich ja über den Tag und nachts läuft ja die Heizung und das geht alles. Der Rest ist ja nur die kleine Dieselpumpe oder die Dieselheizung. Tanks hinten habe ich noch genug. Also ich kann Sprit mitnehmen für ein paar Wochen. Also es geht, kann auch in die kälteren Regionen gehen. Wir haben einen Kunden, der wohnt in so einem Crawler seit 3 Jahren. Es ist ein Nomade, der ist ausgestiegen aus allem, hat sein Haus verkauft und lebt mit seinen 2 Hunden. Wo? Er wohnt überall. Er ist Nomade. Überall. Im Winter in der Türkei, im Sommer kommt er mal hier rüber. Und der ist mit so einem Crawler, das ist sein Haus. Nicht der, sondern der hat noch den Vorgänger, den 428er. Aber das ist sein Haus, ja. Stark. Und auch mit der Gewissheit, dass er lange halten wird. Er kann auch nicht rosten, er ist aus Alu. Vielleicht eventuell das Fahrgestell. Auch das ist toll. Optik ist natürlich martialisch. Die Farbe grün, Camouflage würde ich jetzt nicht wählen für den. Aber jetzt in der Farbe sieht er schick aus. Ja, der passt zu vielen grauen Tönen von Fahrzeugen und natürlich zu schwarzen Fahrzeugen. Das sind ja die meisten Pickups, Geländewagen. Und so weiter. Die sind ja dann so aufgebaut. Ja, ich bin ganz begeistert.
Der Crawler 458, jetzt endlich mal. Man kann natürlich auch so eine Markise drauf machen. Ich habe das letzte Mal gefilmt über Eck war die Markise. Ja, das genau, geht auch. Das ist 360 Grad, 270 bei dem, 360 bei dem alten Markise. Die geht auch drauf. Die ist aber nicht so ganz windgeschützt. Also man kann auch eine ganz einfache Markise nehmen. Aufpassen dann. Genau. So, die Geländegängigkeit, die habe ich schon erwähnt. Das ist aber auch so. Der ist dafür gebaut, dass er wirklich mal durch den Matsch ziehen kann. Es ist nicht nur der Matsch, sondern es ist auch die Unebenheit. Der hat eine Einzelradaufhängung, kennen wir vom Fahrzeug. Wenn wir eine starre Achse haben beim Wohnwagen, dann kann die ja nicht abtauchen. Dann kippt der ganze Wohnwagen und irgendwann liegt man im Graben. Und hier ist es halt so, dass sich die einzelnen Räder ausgleichen, dadurch, dass die einzeln aufgehangen sind, und können so eine Unebenheit, auch eine Schräglage, sehr schön zur Seite hinfahren. So, alles ist ausgelasert. Ja, der Preis, 40.000 Euro, wenn jetzt viele sagen, na ja, das ist aber viel Geld, aber die haben einen ganz hohen Werterhalt. Du kriegst so gut wie keine Gebrauchten im Moment, oder? Was heißt im Moment? Es ist ein neuer Markt, Offroad-Camping. Ja, also ich habe mal nachgeschaut, die Crawler. Ich habe zumindest bei mobile.de habe ich keine gefunden. Das war der. Ja, die sich sowas kaufen, so ein Spielzeug, die haben sich das auch schon überlegt. Die wissen auch, worauf die sich einlassen. Und sie werden nicht enttäuscht. Also man muss sagen, okay, es ist kein Luxus, es ist was anderes. Und das weiß auch jeder, das sieht man auf den ersten. Also wenn du damit fahren würdest, jetzt auf der Autobahn schon die Anfahrt, du fährst auf den Campingplatz drauf, man fällt damit auf, es ist fast unmöglich, damit nicht aufzufallen. Und wenn er dann komplett mal auseinandergefaltet ist, ja, dann sieht man auch mal, wie groß der ist. Also ganz minimal und trotzdem Platz für vier Personen. Ja, ganz ausgefaltet haben wir den ja noch nicht mal, weil wir ja hinten die Außendusche noch nicht aufgemacht haben. Zeig mal bitte, die ist wo? Die ist hier im Reserverad. Also hier habe ich ja den Duschkopf, hier habe ich das Wassereinlass. Okay. Hier habe ich ja den Duschkopf. Ich mache hier ein Zelt auf, also so einmal rundrum, und kann mich dann hier quasi reinstellen und hier an der Stelle duschen. Zeig mal bitte. Ist das schwer, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe es einmal gemacht, aber das ist schon beim ein paar Tage her. Mal gucken, ob ich das nochmal hinkriege. Beim kaputten Finger. So, für alle, die jetzt gerade zuschauen, Unboxing vom Crawler 458. Das erste Mal mit Janosch in Königswinter bei Autohaus Müller. Aha, da ist nämlich die Zeltstange auch drin, genau. Die Zeltstange ist mit drin. Jetzt hätte ich es jetzt suchen müssen irgendwo. Ach, die ist damit eingefaltet. Ja, ich brauche eine ganz kleine Zeltstange, weil sonst werde ich flach, ne? Also jetzt habe ich, ja klar, wenn ich ein Port-a-Port hier habe, kann ich das auch hier nutzen. Ne? Stimmt, man kann auch das Klo gehen außen. Hier, ach, du faltest das raus. Ich falte das raus und bin gleich fertig, wie man sieht. Ich muss jetzt nur noch die Stange da reinhängen. Ich glaube, das war es dann auch. So, mit dem Druck hält das wahrscheinlich von ganz alleine. Ja. Das war's. Jetzt hast du deine Duschkabine. Meine Duschkabine hier oder Umkleidekabine. Das kann ja als Umkleidekabine, wenn man ein bisschen Diskretion haben möchte. So nach dem einfach mal so verstecken. Ich kann das ja aber auch hier mit Häkchen, mit Heringen festmachen, damit es nicht rumfliegt. Und wenn ich den jetzt hier zumache, sieht man mich nicht. Ich könnte mich quasi umziehen, es sei denn, du schaust dann natürlich mit der Kamera oben rein. Von oben rein, was ich jetzt mal gerade gemacht habe. Das ist mehr Platz als dort in der Dusche. Stark. Wenn das passt, dann ist das schon in Ordnung. Ja, man kann natürlich hier die Stangen, die sind auch gelocht. Das wäre für mich schon direkt wieder so eine Sache. Da würde ich mir noch weitere Stangen kaufen, um das jetzt zum Trocknen zu verwenden. Also innen drin, kann auch Handtücher aufhängen. Das ist jedem selber überlassen, wie er das Fahrzeug danach gestaltet. Ich meine, ich habe da oben noch Fächer. Und die Kunden fragen mich auch immer, wofür sind diese Fächer gut? Egal. Für alles, was du irgendwann mal brauchst. Sag mal doch ganz. Du kannst einen Dieseltank dort weglassen und kannst dort an die Stelle, kannst du auch was anderes hinmachen, Werkzeugkoffer etc. Also die Individualisierung ist jedem selber überlassen. Das ist auch wichtig. Jeder hat irgendwas anderes mit. Einer möchte Bergsteigen gehen, der andere möchte ans Meer gehen. Passt. So, wenn ich ihn haben möchte, ihr habt jetzt einen da. Lieferzeit von denen ungefähr? Wir haben noch einige im Vorlauf. Die sind zwar auch schon teilweise verkauft, aber wir haben noch einige freie für die Saison. Also den kann man auch direkt mitnehmen. Was heißt direkt? Wir würden noch die Dieselheizung einbauen natürlich oder Heizung nach Wahl, weil ein bisschen Heizung braucht man auch hier. Und dementsprechend dann kann man ihn dann sofort, ist er sofort einsatzfertig und man kann ihn haben, ja. Ja, wir sind in Königswinter. Das liegt in der Nähe von Bonn ungefähr? Genau, Bonn hier im Siebengebirge, wie man sieht.
der Ölberg da oben. Das ist der Ölberg. Das ist der Ölberg, genau. Da sind die früher hochgegangen mit dem Ölzweig. Das war da? Nein, nicht ganz. Also dahinter ist der Petersberg, das ist das ehemalige Gästehaus der Bundesregierung. Okay. Weil dahinter ist ja schon direkt Bonn. Man muss sagen, Bonn war mal die Landeshauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Genau. Ist das noch zu spüren eigentlich? Ist hier viel los, was so, ich sag mal, Diplomaten und so gibt es hier noch? Nein, nicht mehr so richtig. Das war die alten Zeiten, ja, vor 20 Jahren, da gab es noch viel zu sehen hier. Mittlerweile, ja, Drachenfels, der höchste Berg aus Holland, weil das der erste Berg in Holland ist, nach Holland. Also so hieß es früher, aber heute fahren die Holländer ja auch schon weiter weg. Es gibt auch keinen Schnee mehr so richtig. Das ist so der. Nee. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Janosch, wenn man den haben möchte, deine Rufnummer? Es ist die 02244 875 307. 875 307 in Königswinter. Ja, kommt zu Müller Motors. Da vorne ist auch so ein kleiner Wikinger drauf und das werden wir euch gleich mal zeigen. Eine GFK-Wohnkabine von Gladiator. Das ist auch ein türkischer Hersteller, der eine Kabine entwickelt hat, die so leicht ist, dass sie mit jedem Pickup transportiert werden kann. Und die werden wir gleich mal auf einen kleinen Pickup stellen und das Ganze mal zeigen. Wir sind bei Müller Motors in Königswinter zusammen mit Janosch. Vielen Dank, Janosch. Ja, gerne.